oder Battlefield 1. Was geht, YouTube, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute geht es mehr oder weniger um die Call of Duty World War 2 Beta, die ich und viele von euch in den letzten zwei Wochen natürlich gezockt haben. Und ich möchte meine Meinung mal ein bisschen repräsentieren, mehr oder weniger, jetzt nicht so richtig heftig, aber ihr seht es schon im Titel, was meine Meinung ist. Und ich möchte das dementsprechend auch begründen. Aber bevor es losgeht, Leute, habe ich eben einen Trailer abgespielt, ja. Und ich möchte mal von euch wissen, ist euch aufgefallen, dass die Trailer von zwei verschiedenen Spielen waren? Und wenn euch das aufgefallen sein sollte, was ich nicht glaube, weil sogar die Sounds gleich waren in beiden Trailern, ich glaube, also jetzt ohne Spaß, die Call of Duty Sounds von der Musik her waren genau die gleichen wie im Battlefield 1 Trailer. Das ist mir gerade beim Schneiden erst aufgefallen. Keine Ahnung, ob die sich das abgeguckt haben oder ob das Zufall ist. Aber wenn euch das aufgefallen ist, dass das verschiedene Spiele waren, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, welche Szene aus welchem Spiel ist. Das würde mich nämlich mal mega interessieren. Und jetzt gehen wir gleich los zum Commentary. Ja, Leute, im Hintergrund seht ihr natürlich das neue COD World War 2. Ich meine, ach nee, warte mal. Das ist das neue COD World War 2. Oh Gott, dieser Effekt war so scheiße. Denn wir nennen das COD heute einfach mal die Battlefield 1 Alpha -7.0. Denn meiner Meinung nach sieht das Game genau danach aus, sondern es sieht schon mal aus wie scheiße. Dazu muss man sagen, ich bin PC-Spieler, habe Battlefield 1 gespielt. Ich weiß, wie geile Spiele in dem Stil aussehen. Und für mich sieht es halt einfach aus wie scheiße. Ich finde sogar Black Ops 3 hat eine bessere Grafik. Auf jeden Fall von der Farben her und Farben machen viel aus. Ich finde in dem Spiel echt nichts wirklich farbenfroh. Nichts ist geil fürs Auge, meiner Meinung nach. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Wenn wir mal von der Objektivität der Grafik abschauen, gibt es natürlich noch erstmal die Maps. Ja, ich weiß, es ist eine Beta. Es waren nur 2-3 Maps. Aber Leute, allein die Maps, wenn ich die, keine Ahnung, nach den ersten 2 Stunden Beta haben mir die Maps schon übelst gereicht, weil sie einfach so einseitig aussehen, gar keine geilen Farben haben und für mich einfach persönlich gar nicht das widerspiegeln, was eine geile Map ist. Ich weiß nicht warum, aber die Maps sind einfach so einseitig. Was vom Ding her ja eigentlich nicht schlimm ist, weil da muss man sich den Scheiß nicht so lange geben. Aber trotzdem finde ich die Maps meiner Meinung nach überhaupt nicht gelungen und sie sehen auch 1:1 aus wie Battlefield 1, nur in mega scheiße. Also ich meine, seht euch jetzt einfach mal den Unterschied an. Diese eine Aachen-Map sieht genauso aus wie die aus Battlefield 1, nur halt in Shit. Dann kommen wir zu den Waffen. Die Waffen haben auch also wirklich erstmal grob gesehen. Die Waffen, ja, sind ganz okay. So MPs machen schon mehr oder weniger Spaß, aber das ist nicht eine Waffe, wie so die VMP Black Ops 3, wo du dir denkst, oh, die fühlt und hört sich so geil an, die muss ich die ganze Zeit zocken, damit mache ich 20.000 Kills. Weil die Waffen alle echt genau wie die Maps sind. Die spielen sich gut, aber irgendwie nach 2 Stunden hast du keinen Bock mehr auf die Waffe. Dann gibt es irgendwie Aufsätze in den Perks. Also es gibt ja nicht wirklich Perks, da gibt es diese komischen Gruppen da. Und dann, wenn du die hochlevelst, dann kannst du zum Beispiel einen Schalldämpfer rauftun, anstatt einen Schalldämpfer einfach auszurüsten. Die Shotguns, also dazu muss ich schon mal gar nichts sagen. Die Leute, die die Beta gespielt haben, wissen genau, was ich meine, wenn ich Feuer und Shotgun sage. Da gibt es diese eine Shotgun, ich habe nie sowas OPs in irgendeinem Spiel gesehen. Wenn das nicht rausgepatcht wird, ja, dann ist allein die Shotgun der Grund, das Game nicht zu kaufen. Der Typ kann mit einer Shotgun in einer Lobby einen Schuss abfeuern und irgendein anderer Spieler in einer anderen Lobby stirbt deswegen, weil die Shotgun so OP ist. Also so ein Ding habe ich echt noch nie gesehen. Nomo. Generell, was Gay Shit oder wie auch immer die Kacke heißt, angeht, ist das Spiel echt on point. Da gibt es irgendwelche komischen S-Minen, die ich überhaupt nicht verstehe, die auch alles wegrapen und nicht abfucken, diese Shotgun. Die ballert eh alles weg, was man sieht. So, ich bin schon echt ein bisschen müde, wenn das Video hochgeladen wird. Es ist nämlich ca. 5 Stunden her, dass ich es gemacht habe. Deswegen höre ich mich so richtig komisch an heute. Auf jeden Fall muss ich sagen, das COD ist gar nicht meins. Die Hitbox ist auch echt scheiße, wird noch alles gepatcht. Ich weiß, es ist eine Beta. Aber es fühlt sich für mich gar nicht an wie ein Game, was ich kaufen würde persönlich. Ich habe jetzt ein paar Sachen noch vergessen zu sagen. Die stehen vielleicht in der Beschreibung oder kommen noch einmal als extra Video. Aber mir ist es ganz wichtig, dass ihr immer eure Meinung schreibt. Ich finde, das fühlt sich auch absolut an wie so ein Battlefield 1 Alpha-Ding. Das fühlt sich an wie so ein Battlefield 1 vor 6 Jahren, von der Grafik, vom Spielen her generell. Das Einzige, was man natürlich sagen kann, oh, Boots on the Ground. Aber meiner Meinung nach fand ich das Movement in Black Ops 3 eigentlich viel geiler. Gerade Competitive will ich mir gar nicht in World War 2 geben. Alleine Videos von World War 2 will ich euch gar nicht antun, weil das Gameplay auch so langweilig wird mittlerweile. Das sieht man schon bei den Top 5 Clips auf meinem Clan-Kanal, dass der Kack nicht gut ankommt. Was auch nicht so schlimm ist an sich, aber das Game ist halt auch einfach kacke, meiner Meinung nach. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen verstehen, was ich meine, auch wenn ich absolut müde bin. Aber ich hoffe auch, dass das Intro euch ein bisschen einen Einblick gezeigt hat, dass das eigentlich genauso ist wie Battlefield 1. Die haben da nur ein bisschen eine Kopie reingeklatscht und verkaufen das ein bisschen als Boots on the Ground. Voll der neue Hype. Aber die Jahre vom COD sind sowieso hinüber, meiner Meinung nach. Deswegen schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare und lasst ein Like da, falls euch das Video trotzdem gefallen hat, oder ein Abo, falls ihr neu seid. Und ansonsten folgt mir auf Instagram. Ich bin nämlich Model. Und ja, tschüss.